Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte was mit euch austesten und zwar ist es von Biotherm. Das ist Total Reef Öl. Soll ein Remover, Make-up Remover, selbst schäumendes Öl, entfernt Make-up und reinigt tiefenwirksam. Und das wollte ich mit euch ausprobieren. Und zwar habe ich ja Full Face of Beach Cosmetics geschminkt. Ich muss mich leider abschminken. Ich muss auch immer wieder mal gucken, ob ich überhaupt filme. So sieht das Ganze nämlich aus. Und man braucht nicht so viel davon. Vielleicht sagen wir mal so eine Erbsengröße. Vielleicht ein bisschen mehr wie 3 kleine Erbsen. Und dann muss ich mal versuchen, alles abzunehmen. Also, ja. Ein bisschen Wasser vielleicht. Ich wasche auf jeden Fall jetzt mal mein Gesicht ab und dann gucken wir mal, ob es alles abgenommen hat. Also, mein Gesicht ist jetzt gereinigt sozusagen. Ja, ich bräuchte vielleicht mal ein Handtuch. Vielleicht könnt ihr das ja erkennen, dass nicht alles abgenommen ist. Denn wir testen jetzt mit einem Wattepad. Ich habe hier ein Rosenwasser und ein riesen Wattepad, was sehr viel Platz hat, um einfach zu gucken, ob wir alles abgenommen haben. Mit diesem Öl von Biotherm. Es ist kein richtiges Öl. Ich muss sagen, das macht auch sehr, sehr reine Haut. Aber wir wollen ja gucken, ob es wirklich alles... Nein. Es ist kein richtiges Öl. Auch etwas gereizte Haut, wie man sieht. Aber gut, ich habe heute eine Maske benutzt. Das reizt immer so ein bisschen. Da kommt ordentlich Schmodder runter. Leider für mich so als alleinige Reinigung nicht gedacht. Also immer nur mit Gesichtswasser nochmal drüber. Am besten das von Rosens. Das finde ich wirklich gut. An sich habe ich jetzt reine Haut. Also jetzt ist erst alles runter, nachdem ich natürlich damit gearbeitet habe. Also so richtig bam, bam, bam und für den Preis nein. Aber wenn man das als Waschgel nutzen möchte, ja. Nur aber mit Gesichtswasser nochmal drüber. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns einfach beim nächsten Testvideo. Ciao, ihr Lieben!